Hallo Hallo Leute, Leute, hier hier ist ist euer euer Dream Dream Team Team. und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A, Q&A-Video. Volume 3 sozusagen. Das dritte Q&A für euch hier auf unserem Kanal. Und ich würde sagen, wir labern nicht um den heißen Brei. Wir legen gleich los. Ihr dürftet ihr Fragen stellen hier unter dem Video beim letzten Q&A 2 sozusagen, das wir jetzt vorlesen werden. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne Fragen während des Videos schon unten drunter in die Kommentare. Und ich würde sagen, auf geht's! So, meine erste Frage. Trägst du eher Kleider oder Jeans? Ich würde sagen Kleider. Ich finde es einfach schicker, bequemer. Ja. Okay, wunderbar. Dann meine Frage. Wo möchtest du unbedingt noch hinreisen? Auf jeden Fall in den asiatischen Raum, China, Japan und in die USA. Das ist mein größter Traum. Die Frage habe ich auch. Und ich würde gerne in jedes Land auf dieser Welt reisen. Einmal. Das wäre mein Traum. Gut, nächste Frage. Welche Freizeitparks möchtest du noch besuchen? Auf jeden Fall so viel wie möglich es geht. Mein größtes Highlight wäre Energylandia in Polen und die Freizeitparks in Italien, Mirabilandia, Gardaland und Movie World Park oder Movieland Park, wie der heißt. Und in Dänemark und Schweden, Liseberg und Farup Sommerland und also ich habe noch ordentlich was zu tun. Ja, genau. Wir. Mal schauen, ob es noch in Erfüllung geht. Meine Frage, Lieblingsfilm und Schauspieler. Ich habe gar keinen richtigen Lieblingsfilm. Welchen Schauspieler ich mag, ist Adam Sandler. Ich finde auch seine Filme mega. Sind echt gut, ja. Ja. Titanic mag ich. Jack, Ja. oh Jack. Ich jetzt als nächstes. Würdest du nie, jemals aus eurer Stadt wegziehen, zum Beispiel nach Hamburg? Nee, ich bin jetzt so ein Mensch, wo ich sagen würde, wir wohnen ja auf dem Dorf und uns die nächste Kleinstadt ist 4 Kilometer entfernt, aber in eine Großstadt wie Hamburg, Berlin oder so, Düsseldorf oder Köln, würde ich nie ziehen, aber dort Urlaub machen eine Woche oder so, das macht mir Spaß und das würde ich machen, aber ich bleibe hier zu Hause in der heimatlichen Region und ländlichen Region. Also ich habe auch so eine Frage gekriegt, und zwar: Kannst du dir vorstellen, aus eurem Wohnort wegzuziehen? Und ich sage eindeutig ja. Also ich kann es mir vorstellen, nach Hamburg zu ziehen. Warum nicht? Ich finde auch Berlin schön. So ist nicht. Komme ich wieder dran? Ja. Also. Wer sonst? Weingummi oder Lakritz? Wer? Weingummi und Lakritz, ich esse beides gerne. Und da ist noch eine Frage bei dir. Also, welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Am liebsten esse ich die Süßigkeiten. Es gibt solche Gummibärchen. Weingummis von Red Band. Das ist so eine Firma. Und die machen so harte Gummis, die sind schmecken am Ja, die besten. kleben Ja, an den Mann, Zehen. voll geil. Meine nächste Frage: Hast du Flugangst? Nein, habe ich nicht. Aber ich finde, wenn man so Langstreckenflüge hat, da wird einem voll schnell langweilig oder man kriegt Kopfschmerzen oder so. Also mir geht das so. Gut, ich jetzt als nächstes. Mayo oder Ketchup? Lieber Mayo, aber manchmal Ketchup, also beides, aber mein Favorite ist eher Mayo. Was kannst du am besten kochen? Ich koche immer eigentlich alles. Also ich tue eher nicht so nach Rezepten kochen meistens. Aber was mir mehr liegt, ist Backen, was mir auch mehr Spaß macht. Und da glaube ich Kuchen. Kuchen und Torten. Beziehungsweise eher Kuchen. Gut, dein schönster Moment in deinem Leben. Vanessa kennengelernt zu haben, auf jeden Fall. Ich habe mehrere, meinen Schulabschluss zu schaffen, meine Berufsausbildung zu schaffen, aber an höchster Stelle ist natürlich jetzt erst Vanessa, aktuell in meinem Leben. Und es ist nicht so gelaufen, weil hier neben mir sitzt alles okay. Findest du irgendwas an Essen, Früchten, Gemüse oder so eklig? Nein, ich glaube nicht. Finde ich irgendwas eklig? Weiß nicht, ich wüsste nichts. Ich glaube nicht. Was hältst du von Silvester? Ja, Silvester ist halt die Feier ins neue Jahr, finde ich wichtig. Ja, aber mal schauen, solange wir jetzt jung sind, sozusagen. Was heißt jung? Ja, wir sind jung. feiern wir eher Silvester, später Familie. Dann ist Silvester natürlich auch wichtig, aber nicht das Favorite für mich, sondern eher dann die Weihnachtszeit. Magst du russisches Essen und was isst man dort? Ich liebe russisches Essen. Ich bin damit groß geworden, Philipp auch. Bei uns gibt es jetzt noch russisches Essen. Seine Eltern wohnen ja über uns. Und ich mache auch manchmal was, also so ist es nicht. Und was gibt es da so?
Fleisch mit Teig. Also ziemlich fettige Sachen auch und aber ja. Meine Oma hat immer mega gut Essen gekocht für uns alle und so. Jetzt ist sie nicht mehr da, leider, aber ja. Mann, ist gut. So. Welche Achterbahn schlägt deiner Meinung nach am meisten? Die habe ich auch. Also ich habe zwei, aber Ich habe nur wenn, eine. also wenn der Europark oder Europark-Fans dieses Video gucken sollten, auf jeden Fall Poseidon. Poseidon und die Euromir, aber ich weiß es jetzt nicht, welche ich nehmen soll. Aber ich nehme Nee, jetzt ich finde, mal. also für mich schlägt Euromir nicht so stark. Da ist eher Okay. Poseidon Ich wirklich. nehme die Poseidon, ist ein Ja, Watercoaster du musst an sozusagen. alle denken. Euromir Ja. Bandit, Joris in der Drache und so. Ja, nein, aber für mich ist jetzt so, also vom Schlagrad her, Euromir. es gibt viele Schwarzkopfbahnen oder es viele Wegkummer. Ja, die du schon gefahren bist. Ja, Ohren schlagen und Ja, so. SLCs und so Ohrenschlagen, ja. Also wenn man so sieht, dann gibt es da schon mehrere, aber für mich jetzt so. Aus dem Europapark oder so gut. Ja. Also Poseidon. Ich nehme die Poseidon, weil die ist schon ziemlich ein Jahr gekommen und braucht unbedingt mal Retracking. So. Magst du eine Nächste machen? Soll ich gleich die nächste hinterherhauen? Sommer oder Winter? Welche ist deine Lieblingsjahreszeit? Ich mag beides, beides hat so an sich. Ich könnte jetzt eben kein Favorite setzen. Winter hast halt die Weihnachtszeit, Sommer hast halt den Urlaub und die schönen warmen Tage und hin und her. Ja, beides. Tut mir leid, ich werde die Frage gestellt habe, aber beides. Wie hast du Weihnachten gefeiert? Am 24. mit meiner und Philipps Familie bei uns zu Hause, also oben bei seinen Eltern, und haben auf ihn gewartet bis um 10:30, weil er dann erst kam. Am 25. habe ich mit meiner Familie gefeiert, Philipp auf der Arbeit. Ja, aber war ganz schön. Und am 26. haben wir zusammen gefeiert. Genau. Ja. Hatten auch was voneinander. Und zwar, übst du deinen Traumberuf aus? Was heißt Traumberuf? Ich bin sehr zufrieden in meinem Beruf. Ich wollte es auch. Ich habe Praktika dafür gemacht. Wie ihr wisst, ich bin ja Gesundheits- und Krankenpfleger. Und mir macht Spaß. Und ich würde sagen, ja. Es gibt natürlich Tage, wo man keinen Bock hat. Das habt ihr wahrscheinlich auch irgendwie immer mal. Wenn, wie ihr wo das Video guckt. Und es ist aber einfach menschlich. Aber sonst macht es im Großen und Ganzen Spaß. Warst du schon einmal extrem sauer auf Philipp? Also, ja. Also, gerade auch, ich finde halt zum Beispiel auf unserem Logo, um darauf zurückzukommen, wir haben ja so ein Kreuz durch das M. Und am Anfang dachte ich so, boah, das ist ja, sieht ja schon blöd aus und so. Und dann dachte ich so, eigentlich, es gibt gar kein Dreamteam. Es gibt kein Dreamteam auf dieser Welt. Es wird immer. Jedes Pärchen hat irgendwie mal Streitereien oder keine Ahnung was sonst was. Und deswegen, ja. Wir streiten auch mal. Ja. Gehört auch dazu. Sonst einfach nicht streiten, platzt irgendwann die Bombe. Und dann wird sie richtig groß platzen. Also ich gehe mal zur nächsten Frage. Und zwar Kong Kong Coaster oder der alte Eurosat Coaster? Ich würde sagen, der Eurosat Coaster. Wenn aber der Kong Kong Coaster warm gelaufen ist, also wenn sie mehrere Bahnen, mehrere Fahrten hinter sich hat über den Tag und dann gegen Mittag oder Nachmittag mal sie fährt, dann der Kong Kong Coaster von der Thematisierung viel besser wie früher. Auf jeden Fall, aber die Eurosat Coaster ist halt einfach Legend. Das ist halt, ah, ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn man mit dem groß geworden ist, dann ist das für ihn ein das Highlight. Genau. Warst du schon immer bei Tinder angemeldet? Nein. Philipp, die Frage hast du auch irgendwo. Kannst du auch gleich beantworten. Nee, auch nicht. Ja, steht hier, auch nicht. Auch nicht. Genau. Dann lese ich mal gleich die nächste vor. Bandit oder Jahresendetrag? Auf jeden Fall Jahresendetrag, würde ich Ich sag sagen. Bandit. Du sagst Blended, oh Die mein Frage Gott. war ja nicht an mich, aber Oh trotzdem. mein Gott. Nein, ich finde, Joris, der Betrag schlägt Obwohl, man schneller. muss sagen, wir waren letztes Jahr im Moviepark, letzten Sommer, sorry, bei unserer Tour, wo ihr leider nicht sehen konntet, weil ihr noch kein YouTube gemacht habt, sorry. Aber dieses Jahr wird es einen geben. Ja, aber vielleicht mal in einem Lasst euch anderen Video. überraschen. Anderen Video, ja, genau. Spendit hat gar nicht mehr so stark geschlagen, es ging. Ja, ich finde Joris der Betrag schlimmer. Tut mir Genau. leid, aber. Wenn ich nicht so sage, ist so. Jetzt haben wir noch einige andere Fragen. Fangst du mal schon wieder? Käse oder Nutella? Hey, ich glaube, das liegt immer darauf an, auf was man mehr Lust hat. Also ich muss sagen, wir haben fast nie Nutella zu Hause. Eigentlich richtig selten. Jetzt auch nicht. Aber ich hätte jetzt schon Bock auf Nutella, so ist es nicht. Also gerade hätte ich mehr Bock auf Nutella als auf Käse.
Okay, dann meine Frage. Wie ihr merkt, wir haben immer verschiedene Fragen. Uns wurden verschiedene Fragen gestellt. Philipp Doppelpunkt, Vanessa Doppelpunkt. Genau. Deswegen lesen wir verschieden vor. Ja, nicht wundern. War, Wurst oder Nutella? ja, von Käse zu Nutella, zu Wurst zu Nutella. Nutella würde ich sagen auch. Aber Wurst schmeckt mir auch gut. Kommt drauf an, was für Wurst. Du magst also, Nutella. Ja, ich esse nicht so viel eigentlich. Stimmt das? Eher Wurst. Ja. Nächste Frage, oder? Philipp ohne Fleisch. Das wofür hast du dich schon einmal sehr geschämt? Weiß ich gar nicht. Es gibt auch viele Momente, auch als Kind oder wenn man dann irgendwie so alte Kinderfotos anguckt oder so. Oder keine Ahnung. Was bringt dich mega auf die Palme? Nächste Frage. Wenn es unordentlich ist. Also extrem unordentlich. Es darf unordentlich sein. Humane Unordentlichkeit, aber wenn man alles liegen lässt und hinschmeißt, bringt es auf die Palme. Ja, jetzt ist es ja. Wie kamst du auf die Idee, YouTube zu machen? Ich hatte meinen YouTube-Kanal übers Eishockey damals. Und da habe ich einfach mal einen YouTube-Kanal machen wollen von mir aus. Und jetzt kam ich so drauf, mir macht eigentlich YouTube eigentlich recht Spaß. Und ich teile gern mein soziales Leben und mein Leben mit euch da draußen, mit euch da draußen, da, ja, ihr. Und deswegen habe ich mit Vanessa gefragt, wir machen einen YouTube-Kanal, da haben wir uns das Streamteam genannt und jetzt seht ihr uns. Genau, da komme ich auf YouTube. ich habe auch die Frage, vermisst du dein T-Shirt, welches in Iserlohn verweilt? Liebe Grüße an Jan. nee, vermisse ich nicht, ich habe zu viele Klamotten. Oh ja, also nächste Frage. Aber immer noch zu wenig. kannst du Vanessa böse sein? Man kann ja böse sein, aber sie ist so süß, man kann sie ja immer verzeihen. So. Nächste Frage. Ja, jetzt haben wir noch Fragen für uns beide. Schnarcht einer von euch? Ja, ich. Oh ja. Also manche Leute können eben gar nicht schlafen. Grüße gehen raus an der Pekitori. Sein Vater hört ihn sogar. Also wenn bei uns das Fenster offen ist. Und also im Sommer gekippt ist und sein Vater oben das Fenster gekippt hat im Schlafzimmer. Dann hört er Philipp schnarchen und kann wegen ihm nicht schnarchen. Und ich liege ja neben ihm, also. Nee, nicht schlafen, meinst du? Nicht gerade schnarchen, ja, nicht schlafen. Genau. Weil er so schnarcht, genau. Genau. Gut, dann nächste Frage für uns beide, auch für uns beide. Wo war euer schönstes Date? Ich würde sagen, unser erstes Date, nehmen wir einfach mal auf unserem Aussichtsturm. Das war unser erstes Date, da waren wir im Kino und dann habe ich hier, da kommen wir in unsere Stadt auf so einen Aussichtsturm. Und dann habe ich eine Rose ihr geschenkt und dann da oben sie umarmt und dann haben wir uns ersten Kuss gehabt. Mhm. Weil dem Herrn kalt war. Ja, weil ich kalt war. Ich habe dann gesagt, mir ist kalt, bin so näher zu ihr und dann Kuss. Also. Jetzt lese ich dir die vorletzte Frage vor und dann haben wir schon gerade. Das ist die letzte Frage. Die letzte Frage? Ja. Wie oft habt ihr schon VR-Rides gebracht? Welche und wieso ist der beste? Also, fang du an. Ich habe nur einen gemacht. Okay, gut. Das war der im Europa-Park. Das war Valerian Eurosat. Fand ich ganz gut, aber ich bin so ein Mensch, ich fand das richtig komisch, so nichts also, zu sehen. Und dann greifst du so nach dem Achterbahn, nach der Achterbahn, ja. Und dieses Ding ist gar nicht da, wo du hingreifst. Also es war richtig komisch. Okay, man muss sagen, das ist jetzt ein VR-Ride, wo man von Anfang an schon eine Virtuality-Brille anhat und dann in den Wagen einsteigt, ist eigentlich unüblich. Habe ich auch noch nicht so gekannt. Also im Europark bei Levin, wenn ihr Interesse habt, fahrt drauf. Aber kostet cool, 6 Euro extra, aber es war was anderes einmal. Aber meiner Meinung nach zu VR-Coastern ist, ich mag sie nicht so, weil es einfach das Gefühl der Achterbahn zerstört. Wenn man Achterbahn fährt, soll man sie auch fahren. Und ja, die Thematisierung genießen und die Inversion genießen und die Spannung dabei behalten und nicht irgendeinen Film auf VR angucken. Ja klar, wir sind in einem modernen Zeitalter gelangt und es ist wichtig, hin und her sich zu verändern, aber meiner Meinung nach gehört es nicht nach einer Achterbahn im Freizeitpark. Genau. Das ist meine Meinung. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt, oder wenn ihr Fragen an uns habt, besser gesagt, schreibt unten in die Kommentare. Wir würden uns sehr, sehr freuen darüber. Lasst uns gerne ein Like da. Lasst uns gerne ein Like da oder einen Daumen nach oben und nach unten. Ist uns egal, genau, sehr verstanden. Und auch gerne ein Abo. Und wenn ihr abonniert, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Genau, in dem Sinne, wenn ihr Fragen gestellt habt, wird es nächste Q&A immer am 1. geben, jeden Monat. Und ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Liebe Grüße, euer Dream Team. Bis bald. Ciao. Ciao. Thank you.